Verehrte Damen und Herren, mein Name ist Kai Böttinghaus. Ich bin Geschäftsführer des Bundesverbandes für Freie Kammern. Das ist eine Organisation, die schon seit Jahren die Kreishandwerkerschaft hier in Dessau und den Kreishandwerksmeister Karl Krötel unterstützt, der sich gegen die Einheitsmeinung der Handwerksorganisation zur Wehr setzt. Eine Einheitsmeinung, die von der Spitze des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks Ende Juli in einer Form geäußert wurde, wo zum Ausdruck gebracht wird, das Handwerk, wer auch immer das ist, stünde geschlossen hinter der Politik der Bundesregierung, stünde geschlossen hinter den Sanktionen, dass Sie, dass ihr heute gekommen seid, dass es diese Demonstration gibt, dass es die offenen Briefe der Kreishandwerkerschaft ja nicht nur in Dessau und Roßlau gibt, sondern auch aus Leipzig und aus etlichen anderen Bezirken mittlerweile, die sich geäußert haben und eine ganz klare, andere, wir haben das inhaltlich hier heute gehört, Positionierung zum Ausdruck gebracht haben. Das wird von der Spitzenorganisation des Handwerks völlig unterschlagen. Es gibt also dieses öffentliche und sehr unterschiedliche Meinungsbild. Und unser Verband und ich persönlich unterstützen Karl Krötel, der mit seiner Kreishandwerkerschaft nicht nur diese Demonstration auf die Beine gestellt hat, der nicht nur den Mut gehabt hat, diesen offenen Brief zu veröffentlichen, sondern der jetzt auch den Mut gehabt hat, den Zentralverband des Deutschen Handwerks zu verklagen und von ihm zu verlangen, dass er gefälligst darauf hinweist, dass es im Handwerk auch andere Positionen gibt. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks stellt sich hin und sagt, wir sprechen für alle. Er fragt aber noch nicht mal seine eigenen Gremien. Und er interessiert sich auch nicht dafür, dass es eben diese abweichenden Positionen gibt. Er tut so, als wäre das Handwerk einer Meinung. Und wir sehen jetzt, wir merken das hier, und Sie spüren das im Gespräch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit den Nachbarn, dass das so nicht stimmt. Und hier zeigt sich da ein grundsätzliches Problem, was wir auch in der politischen Diskussion teilweise erleben. Wenn Diskussion nicht mehr wie selbstverständlich unter dem Vorzeichen einer freien, offenen Diskussion geführt werden kann. Natürlich dürfen wir in Deutschland unsere Meinung sagen. Die Frage ist, was passiert, wenn wir unsere Meinung sagen? Wie ist die Reaktion? Ist sie interessiert? Oder ist die Reaktion die, dass schnell diffamiert wird, dass schnell in Schubladen einsortiert wird und dass die Diskussion zu Ende ist, bevor sie eigentlich angefangen hat? Mit der Zwangsmitgliedschaft der Handwerkerinnen und Handwerker in den Handwerkskammern und damit im Zentralverband des Deutschen Handwerks wird das Handwerk an Funktionäre ausgeliefert, die ohne demokratische Legitimation ihren Lobbyismus mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern, die sie täglich in Berlin an irgendwelchen Buffets treffen, fortsetzen. Und das immer im Namen des Handwerks, im Namen der Bevölkerung. Das kann nicht sein. Der Bundesverband für Freie Kammern unterstützt also Karl Krötel bei diesem Verfahren, bei diesem Eilverfahren, was jetzt schon 4 Wochen alt. Das wird noch ein bisschen länger dauern, aber das macht nichts. Das gehört zu den wichtigen Signalen. Rainer Braun hat das vorhin gesagt, es braucht unser aller Engagement. Und das findet unter anderem auf Demonstrationen wie heute statt. Das findet statt im Gespräch mit Nachbarinnen und Nachbarn. Und das findet gegebenenfalls auch mal so statt, dass jemand das Rückgrat hat und zu sagen, diese Organisation da in Berlin, die kann gar nicht groß genug sein, gegen die gehe ich trotzdem an. Und dafür, das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, mein Respekt an Karl Krötel, mein Respekt an seine Kollegen als Obermeister, die den Stein fürs Handwerk als erstes ins Wasser geschmissen haben. Dankeschön.